Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Ingo Thüringen. Wir arbeiten weiter mit Holzernten. Wir kommen da ganz gut voran. Es wird noch gekalkt und das mögliche Unkraut bekämpft, was kommt auf Feld 60. Sobald die Nulle wird noch ein Feld kaufen. Aber die kosten alle dann Geld. Aber wenn man auch der Ernte Holz verkauft, sollte eigentlich was rauskommen bei. Dann wird gleich mal unseren mit der Aussaat beginnen. Kaltfall dürfte fällig sein. Knallen wir hier fix unsere Gerste rein. Ja, der ist fast fertig. Bereiten wir uns an Leonisse vor. Der ist auch schon fleißig. Genau. Das ist unser Fahrzeug für die Aussaat. Hier werden wir auch gleich die Kurse kombinieren. Deswegen haben wir vorhin den Kurs auch so gefahren, dass wir auch bei Dünger und Sack vorbeigefahren sind. Als erstes wird der Kurs berechnet für die Aussaat. Drei Vorgewendebahnen, ja. Achso, ja gut, man soll schon ein Feld anklicken. Und der ist ein bisschen blöd. Ob ich rund? Weich. Rund ist da besser. Der kommt ja nie mehr klar mit den Ecken. Mit scharfen Ecken kommt er nicht mehr klar. Lieber so, dann mache ich später hier Gras rein. Das ist besser. So. Speichern wir mal als Breite eintragen können, na gut, okay. Jetzt noch einen Kurs dazu nehmen.
Markierung. Nee, das ist verkehrt. Löschen wir mal. Wir hätten ergänzen müssen Plus und nicht dazu nehmen. Gut. Aussaat, Feld 12. Dann Überführung, Feld 12. Plus. Ob ich das immer schaffe, das entsprechend zu einzuordnen. Aber Gerste lassen wir drinne. Dafür haben wir die Geräte halt. Ich meine, sogar sieht gerade sehr gut aus. 17 km/h mit wenig. Müsste mal vorne ein Gewicht anhängen. So, und dann Kalkfuzzi. Ich glaube, der ist fertig. Gehen wir auf die Samtkarte. Kontrolle. Der ist fertig. Stellen wir frei. Jetzt fahren wir zum Waschen. Gas, wird bald dunkel. Das Gras wächst auch schon wieder, aber aktuell ist Main bei mir nicht im Plan. Ich werde die restliche Silageballen verarbeiten. Silage voller wird nicht. Dazu müsste ich komplett andere Technik haben. Quaderballen. Oder ich noch einen Sammelwagen nehmen. Das ginge auch. Sammelwagen einfahren in Silo wieder. Wäre eine Option. Aber das ist noch nicht so weit. Und dann müsste man auch die Wiese wieder kaufen. Aber mal sehen. Aber Gras macht es nicht so gut. Nicht so ertragreich. Sei denn, wir nehmen ein Feld nehmen und da Gras hinmachen. Dann haben wir richtig viel. Aber da kann man lieber Dings nehmen. Mais. Die ist auch wieder sauber. Stellen wir gleich eine Garage rein mit Traktor.
Passt. Sauber. Machen wir Dings hier voll. Viel Silage verschenkt beim letzten Mal, weil ich habe viel reingekippt, was hinter nichts gelandet ist. Gut, kann man nicht ändern. Kommen wir nicht ran. Fast wieder voll. Genau, wo ich bin, ne? Fährt hier so blöd. Ja, das muss auch noch. Und der Ballen hat sich nicht aufgelöst. Das ist komisch. Er ist fertig. Kann gar nicht sein. Ach so. Macht er wieder einen Scheiß. Das ist schwierig. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, es ist leer und ich fahre jetzt zum Hof und mache wieder voll. Kann doch nicht so schwer sein. Ja. Denn ich kann ja noch nicht sagen, wo er aufgehört hat.
Wir wachen jetzt, das ist auch nichts. Mittwoch ist die heutige Folge. Hoffe ich jedenfalls. Ich rechne. Warum 46? Die Ausfahrt läuft auch. Soweit ganz gut. Fährt mit heute die zweite Runde. Das passt. 38 ist so teuer. Was kann ich mir vorleisten, was in der Nähe wäre? Es muss in der Nähe sein. Es darf nicht weit weg sein. 40 ist auch zu teuer. Zu größer. 49. Das ist relativ günstig mit 257. 48 ist auch. Die drei Felder kaufe. Na, das ist schon wieder teuer. Wieso ist das so teuer? Verstehe ich nicht. Das Feld ist teurer als dreimal so teuer wie das. Das ist mir flyerhaft. Ich weiß nicht warum. 40 kostet 3 Millionen. Und das kostet 2,2. Das kostet 6. Nee, nee. Ja, 6. Kontrolle machen. Der hat nie aufgefüllt. Ich denke, ich weiß noch warum. Das heißt. Nehmen wir kurz Kosten und schauen. Flüssig Dünger, ne? Zum Glück haben wir keinen, ne, daran lag es, kein Flüssigdüngerstand, weil ich mit dem Flüssigdünger nicht dünge. Das ist einfach so teuer. So. Geht bergauf, ne? Das kann ja wohl nicht sein. Brauchen Gewicht. Lass ich mal hochfahren und hoch habe ich noch ein Gewicht. Kurz ab. Jetzt fahren wir zum Hof. Und Gewicht. Jetzt von der Leistung her ist der Traktor eigentlich ganz gut. Es kann natürlich sein, dass er natürlich bergauf. LKW.
nicht dahin. Das ist ein ganz gutes Gewicht mit 1600 Kilogramm. Schauen wir gleich nach, ob wir was reparieren können oder müssen. Da kann es auch liegen. Leicht verfehlt. Ein paar Meter. Schon aussehen, ne? Ja, das ist halt nicht wirklich. Und da kommen wir nicht rein. 16 km fährt er jetzt. Wir schauen, ob wir reparieren können. Ja, das kann ein bisschen der Grund gewesen sein. Gut. Macht er seine 18 km/h, wollen wir heute noch fertig werden, ne? Spätestens morgen. Schauen wir unser Düngerfahrer an, was der macht. Dummheiten. Erstmal ist er richtig voll. Das Ziel geht auch 100%, das steht nicht. Allmöglichen Scheiß, wie der läuft, nebenbei. So, gut. Jetzt fährt er mal zurück. Hoffentlich an der richtigen Stelle. Nicht, dass er mir. Ja. Ansonsten müsste ich warten, bis Unkraut wächst. Weil man kann es zwar erkennen an der Textur, dass es heller ist, aber so, jetzt fährt er mal hoffentlich dahin, wo er aufgeladen hat. Denn das andere wird nichts bringen. Sehe schwarz. Ich sehe schwarz. Ist doch
mache ich denn irgendwie? Wächst der Unkraut? Tatsächlich. Auch nicht mal gleich, nicht mal lange. Ich wüsste genau, was er vorhat. Das ist ein bisschen irreführend. Was hat er vor? Wüsste, wie das funktioniert, wie das jetzt aussieht. Ist ja noch nicht gewachsen, Anführungszeichen. Aber es könnte sein, dass er da wahrscheinlich da aufgehört hat. Aber eine ganze Ladung für eine Runde. Ja, hoffen wir mal nicht, ne? Dass das so ist. Das ist eine super lange Folge. Ich sag mal Tschüss und Winke Winke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ne? Ihr wisst ja. Morgen geht's weiter. Ciao.